oder? Oh. Guck mal hier, extra. Ich hatte gestern einen Studentenkopf, den habe ich abgenagt, habe ich viel schlauer gefühlt. Oh Gott, ey. Komm mal her, komm. Guck mal, guck dir das mal an hier. Eine schöne Ecke, guck mal da vorne. Komm, dann gehen wir aber mal hin. Wie die Sonne aufgeht. Warte, come to where the flavor is. Aber ich muss das doch genießen. Ja, ich zieh das. Hinten rennt der Gregor, der Marlboro-Mann. Alter, sieht das aber geil aus von hier. Wunderschön einfach. Ach, das ist Cockpit da hinten auf der Insel. Ja, lass da mal gucken, ey. Da habe ich letztens die Flare gefunden, die Flare Gun. Also die wie heißt der Bruder vom Cockpit? Pistole, Pipapo. Wie heißt der Bruder vom Cockpit? Pitcock. Brad Pitt. Was denn? Hm? Ich habe mich kurz verschluckt. Und kennst du auch Alfred Hitchcockpit? Ist ja eigentlich eine Schwanzfalle, ne, so ein Cockpit. Ja, eigentlich schon. Oh, das ist alles wieder da. Oh, geil. Oh, Regenbogen. Da oben ist ein Regenbogen. Wo bist du? Ich will auch sehen. Regenbogen. Also, siehst du den nicht über dem Berg? Boah, voll stark, diesen ausgeprägt. Boah, doch, geil. So. Ja, ich bin hier der Leuchtturm. Was denn? Guck mal hier. Guck mal hier. Das sieht aus wie die Hölle. Das sieht aus wie so ein Höllentor. Puh. Alter, boah, ist schon hart. Ach, das ist ein Kaninchen. Oh, schon wieder. Regenbogen. Oh. Siehst du die brennende Axt? Die brennende Axt. Hä? So, zack. Das ist die brennende Axt. Ich gehe jetzt mal nach Hause, komm. Der Sarazar braucht wieder sein Mittelchen. Du hast recht, wenn du recht hast, hast du recht. Na, ich habe nur Raw Lizards, den Rest habe ich bei uns hingehangen. Gott sei Dank werden die Sachen ja nicht mehr schlecht an dem Ding. Nee, das ist wirklich fein. Also da bin ich echt, getrocknet. Wenn man ja, so Luft trocknet, sehr happy. Ehrlich, Prost Mahlzeit, Alter. Ja, Alter, das würde ich nicht essen. Kannst du gleich Maden ins Maul stopfen. Ach, das wir ist sind ja hier. Wir sind geil hier in diesem Teich, wo auf der anderen Seite dieses Dorf war, wo die sich dann mega abgeschnetzelt haben, die Obdachlosen. Entschuldigung, die Eingeborenen. Mann, sag immer die Obdachlosen. Warum? Ja, die haben ja keine Hütten mehr. Das ist beides richtig. So. Es ist beides richtig. Obdachlose Metzeln, Alter. Das wäre eigentlich politisch nicht so korrekt. Aber andererseits metzeln wir die ganze Zeit natürlich Ureinwohner nieder. Ja, ist auch nicht so in Ordnung. Guck mal, hier ist eine Lady für dich, Bonk. Hier habe ich mal eine angeholt. Die hat gesagt, sie würde dich zum Fressen gern haben. Lady in Red. Bitteschön. Oh, die ist aber heiß. Guck mal, wie die sich bücken kann. Die ist aber heiß. Alter. Die werde ich unter dem Baum da hinten, werde ich die ehelichen gleich. Boah, aber richtig ran. Boah, geil. Dann machen wir erstmal schön hier. Also dann machen wir erstmal 10 Hochzeitsnächte. Danach geht die wieder gerade, das kannst du mal glauben. Für wie viel Euro willst du mit der schlafen? Also ganz ehrlich, wir sind jetzt 27 Tage auf der Insel, da mache ich ein paar Gratisrunden. Sehr gut. Alter. Oh, du hast hier oben Bockeback genommen. Auf einmal ist es ein Kerl. Was? Was? It's a trap. Was? So, ist mir egal, ich bin schon so lange auf der Insel. Komm. Wartest du kurz hier? Ich bin Transen-Einwohner. Du, das ist Transen-Waldo, der wohnt hier. Wartest du kurz da vorne? Ich bin ganz kurz hinterm Baum. Warte bitte. Okay. Nicht gucken. Ich will mitmachen. Nicht gucken. Nicht lugen. Nee, nicht schmulen. Geh ruhig. So, hier hängen übrigens meine alten Frauen auch noch vom Baum. Huch. So. Echt? Schön. Warte. Ich muss ganz kurz. Jetzt kannst du. Oh nein, jetzt ich krieg so, das ist nicht. Du guckst ja. Nee, da kann ich nicht. Also wenn du guckst, da kann ich nicht. Also ich war nur gerade hier gegen den Baum am Strohlamm. Warte, oh, jetzt sind die Beine schon, da ist Leichenstarre, oh. Da sind die Beine schon so ein bisschen, da muss ich ganz kurz warten. So, da hat man viel mehr, das ist der freie Zugang. Das ist Leichenschändung, Alter. Da ist das ekelhaft einfach. Mm. So, willst du die Beine vielleicht nehmen? Guck mal, wie sieht das denn aus hier? Alter, das sieht so falsch aus, ich hab gar keine Worte. Alter, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Mach du mal bitte. Warte. Es ist einfach so falsch. Es ist so falsch. Was hast du aus meinem Fuß mit Play gemacht? Oh Gott. Hier erstmal ein bisschen Aloe Vera. Erstmal die wunden Stellen abkühlen. Warte, ich leg sie mal ganz kurz hier ins Helle. Komisch. Jetzt hat sie wieder keine mehr. Boah, Alter. Hast du gemacht, damit du die schneller rannehmen kannst? Warte. Die ist noch ein bisschen, die wiegt noch zu viel. Das geht mir langsam auf den Rücken. Was denn? Warte, ich muss ganz kurz... Ganz zurückspulen. Ah, so.